Innovation im Maklermarkt. Da werde ich schnell sehr skeptisch. Doch dann hörte ich von Passportcard. Internationale Krankenversicherung ohne Vorauszahlung des Versicherten, ohne Papierkram und mit reibungslosen digitalen Prozessen. Das wollte ich mir mal genauer angucken. Deswegen sind wir heute bei Passportcard in Hamburg. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute Benedikt Grass zu Gast. Und wir werden heute reden über internationale Krankenversicherung. Und lass mich mit einem Desaster beginnen. Ich war mehrmals in Dubai im Urlaub. Jedes Mal war ich krank. Jedes Mal habe ich stundenlang nachts in der Telefonhotline gesessen. Durfte privat das alles vorstrecken und dann gefühlte Wochen oder Monate, meine Frau würde sagen, jahrelang hinter dem Geld herrennen. Warum ist internationale Krankenversicherung so kompliziert? Es gibt einen großen Unterschied. Du warst dort für eine kurze Reise und hattest eine Travel Insurance, also eine Kurzreiseversicherung. Im Bereich internationale Krankenversicherung geht es aber vornehmlich in unserem Fall um Langzeitabsicherungen mit Vollkostentarifen. Okay. Ja, also so, dass du im Endeffekt, also alles über 90 Tage, okay, um das salopp auszudrücken, ist hier würdig, internationale Krankenversicherung genannt zu werden. Und es geht hier vor allen Dingen um die Abdeckung für den ambulanten, stationären Bereich, für Heilbehandlungen, für dentale Behandlungen, die dich eigentlich, nicht bis ans Lebensende, aber unlimitiert decken und dir Schutz gewähren. Und zwar rund um den Globus. Und das ist, was wir machen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ihr seid ja in Deutschland und Europa aktiv und bietet quasi Schutz für Leute, die ins Ausland gehen oder weiter ins Ausland gehen. Meine Frage ist aber, wieso versichern die Leute sich nicht vor Ort mit einfach mit einer lokalen Krankenversicherung? Wird das nicht einfach Sinn machen? Also es gibt hier erstmal, also auch hier sprichst du wieder genau das Richtige an. Also wir versichern sogenannte Expats typischerweise. Also es muss immer eine Bewegung zwischen Land A und Land B stattfinden. Warum aus Deutschland insbesondere heraus? Deutschland ist eines der interessantesten Länder, wenn es um Langzeitentsendungen und Langzeitreisen geht. Aus zweierlei Hinsicht, A, von Privatpersonen. Immer mehr Menschen wandern aus. Thema Remote Work ist zum Beispiel hochinteressant, ist gerade sehr, sehr aktuell. Aber auch ganz einfach, guck dir unsere Wirtschaft an, guck dir unseren Mittelstand an. Wir haben extrem viele Unternehmen, die Mitarbeiter in die Welt entsenden, Südostasien, Lateinamerika und so weiter und so fort. Es gibt ja diverse deutsche mittelständische Unternehmen, aber auch Großunternehmen, die weltweite Dependancen haben und hier Mitarbeiter aus Deutschland heraus entsenden. Und für diese Mitarbeiter insbesondere stellen wir eben unsere Krankenversicherungslösung zur Verfügung. Also nochmal ganz einfach. Es ist für Einzelpersonen relevant, aber auch für Unternehmen, die große Kontingente an Mitarbeitern in die Welt entsenden. Aber ein Punkt, ja, ich habe verstanden, das eine ist Reiseversicherung, das andere ist langfristige Vollkostenkrankenversicherung, wenn du ins Ausland gehst für mehrere Jahre oder für längere Zeit, auch über 90 Tage. Aber dieser Schmerz, mit dem man das als Privatperson alles vorauszubezahlen, da habt ihr ja eine technische Lösung entwickelt, die, glaube ich, zumindest einzigartig ist. Ja. Was macht die so besonders? Und hast du auch mal so eine Passportcard dabei? Ja, Robin, ich habe da was vorbereitet. Ja? So, wenn du eine privatversicherte Person bist, kennt es eigentlich jeder, du gehst zum Arzt, du trittst in Vorleistung mit deinem eigenen Geld, du reichst die entsprechende Rechnung bei deiner Krankenversicherung ein und hoffst darauf, dass alles ordnungsgemäß zurückerstattet wird. Sehr oft ist es aber so, dass du tatsächlich, oder unter Umständen ist es so, dass du eben nicht den vollen Betrag zurückgestellt bekommst, weil erstmal geprüft wird, hat der Arzt richtig abgerechnet, zu welchem Faktor und so weiter und so fort. Wenn du im Ausland unterwegs bist, ist es natürlich ungleich schwieriger. Denn wenn du jetzt Robin in Singapur zum Arzt gehst, du wirst behandelt, es erfolgt die Abrechnung, du nimmst die Rechnung, reichst sie bei deiner Krankenversicherung ein, dann sitzt du unter Umständen auf Kosten selber, weil du kannst ja auch nicht mehr zurück zu dem Arzt gehen, ja, und sagen, okay, sie haben mir was Falsches abgerechnet, und unter Umständen ist es so, dass du Opfer des ökonomischen Interesses des Leistungserbringers wirst, der eben nicht die medizinische Behandlung im Vordergrund gesehen hat im Ausland, sondern dich als
als eigenes Benefit benutzt hat. So, bei uns ist es ganz anders, weil der Erstattungsprozess ist ganz einfach. Du gehst im Ausland zum Arzt, Singapur, den USA, Timbuktu, es ist wirklich komplett egal. Und der Claims-Prozess ist eigentlich beendet, bevor er begonnen hat. Nämlich, du rufst vorher bei Passportcard an, hier im Service Center in Hamburg, 24 Stunden rund um die Uhr. Wir sind immer besetzt. Wir laden die Karte vorab für dich auf. Oder du kannst unsere mobile Applikation benutzen als Kunde. Du kannst die Karte selber aufladen und dann gehst du zum Arzt. Und du kannst vor Ort mit dem Geld von Passportcard mit der Passportcard bezahlen. Also was mich besonders fasziniert hat, als ich das erste Mal gesehen habe, ich hoffe, dass wir die Zahlen machen wir ein bisschen blurrier, das ist, sieht aus wie eine echte Kreditkarte. Es ist eine echte Kreditkarte, beziehungsweise es ist eine Debitkarte. Okay. Die Debitkarte wird immer aufgeladen von und mit unserem Geld. So. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte diesen Punkt wirklich, wirklich stressen. Du trittst nicht mehr als versicherte Person mit deinem eigenen Geld in Vorleistung. Und das ist eine absolute Sensation und tatsächlich auch eine Revolution, wenn du so möchtest. Denn ich sage das immer sehr plakativ, um das sehr vereinfacht auszudrücken. Wir sind eine Premium-private Krankenversicherung, Premium in Bezug auf Produktleistung, die dich weltweit schützt. Du kannst weltweit geplante Heilbehandlungen in Anspruch nehmen. Mit dem Erstattungserlebnis der GKV, das ist auch sehr plakativ ausgedrückt, aber darauf läuft es hinaus. Und das ist tatsächlich eine absolute Sensation. Also ich habe mir eure App ja auch mal angeguckt. Es ist ja wirklich so, du loggst dich ein in die App, FaceTime, Face-Erkennungssystem da. Du klickst drauf, was habe ich denn da, wo gehe ich hin? Und dann quasi wird im Hintergrund automatisch aufgeladen. Wie das funktioniert, wir wissen, weil wir haben weltweit über 2 Millionen Versicherte. Ja. So, wir wissen, auf der ganzen Welt kosten medizinische Behandlungen typischerweise XY Euro, US-Dollar oder halt in der entsprechenden Währung. Und nach diesem Prinzip, das sind die sogenannten Usual and Customary and Reasonable Cost, die wir kennen. Und demnach wird die Karte immer aufgeladen. Also das heißt, wenn du, Robin, eben in Singapur bist oder in Taiwan oder wo auch immer, wissen wir, in dem jeweiligen Land kosten XY Behandlungen und Anamnesen entsprechend viel. Die Karte wird aufgeladen mit einem Contingency, sodass du als versicherte Person niemals dort vor Ort stehst und nicht bezahlen kannst. Deswegen als nächstes hätte ich ja der Skeptiker in mir, ich bin ja in der Versicherungsindustrie, also tut mir schrecklich leid, der Skeptiker in mir hätte gesagt, okay, ihr habt 2 Millionen Kunden, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, 2 Millionen Kunden, 10.000, 100.000, vielleicht sogar Millionen von diesen Kreditkarten im Umlauf. Da würde ich mich natürlich als Unternehmer auch fragen, wie ist das Risiko mit Fraud? Aber du hast ja schon beschrieben, ist quasi, dass ihr ein System im Hintergrund habt und Technologie im Hintergrund habt, dass das wirklich quasi nur für medizinische Zwecke möglich ist. Und auch quasi Betrüger vor Ort in einem gewissen Land erkennt ihr auch sehr, sehr schnell, weil ihr wisst ja, welcher Arzt was wann wie abgerechnet hat. Korrekt. Wir erstatten natürlich immer Leistungen, die medizinisch notwendig sind, beziehungsweise die halt medizinischen Dienstleistungen halt sind und die Bezug zu unseren Leistungen, also die zu den Leistungen der versicherten Person haben. Ganz einfach. Und das heißt, du kannst nicht eben mit der Karte einfach hingehen und eine Zeitung kaufen. So, das würden wir feststellen. Ganz, ganz wichtig ist aber ein Punkt. Das ist für die versicherten Personen extrem wichtig, aber auch für alle anderen Stakeholder, wie zum Beispiel ein Versicherungsmakler oder auch die HR-Abteilungen eines Unternehmens. Wenn ich diese Karte benutze, ist der Erstattungsprozess innerhalb von 2 Minuten abgewickelt. Und man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, weil der Erstattungsprozess ist eigentlich nur noch eine technische Angelegenheit. Das Einzige, was schneller wäre, wäre eine komplette Automatisierung via Blockchain. Weil der Erstattungsprozess ist technisch, die Karte wird aufgeladen und vorab wird schon die Claim, also die Leistung von uns genehmigt und bestätigt.
Also, fertig. Was mir eingeleuchtet hat, als ich es erstmal von euch erfahren habe, ist auch einfach sozusagen, ihr nehmt dem Kunden sehr viel Schmerzen. Ja, der Schmerz, der im Krankenhaus stehen, der Schmerz, der in Vorleistung gehen, der Schmerz, des hinter dem Geld herrennen, nehmt ihr. Aber ihr habt ja nicht nur digitale Prozesse, sondern ihr bietet ja auch ein ganzes Assistance-Paket drumherum. Das ist richtig. Ja, erzähl mal ein bisschen, zum Thema Japan, Peru und Ukraine, wo ihr auch quasi, So, also typischerweise so, dass internationale Versicherungsunternehmen, es gibt hier ein paar wirklich namhafte in diesem, in unserem Bereich. Es sind nicht viele in diesem Premium-Segment. Ich muss sie jetzt nicht hier unbedingt nennen, weil sie werden bekannt sein. Es ist aber so, dass Passportcard einen weiteren großen Unterschied hat. Und das ist der Serviceanspruch. Und ja. Serviceanspruch bedeutet für uns, wir sind eben, wie du sagst, nicht nur digital und schick und schnell mit einer Karte und mit einer App. Ja. Nein, wir sind tatsächlich 24 Stunden rund um die Uhr für die Menschen, für unsere Versicherten erreichbar. Es beginnt bei einem Service Level Agreement. Das bedeutet, innerhalb von 10 Sekunden spreche ich tatsächlich mit einem, du hast ja heute gesehen, mit einem Menschen, der deine Sprache spricht, in Hamburg. Wir sind ein Versicherer, wir leisten uns in einer der teuersten Städte der Welt, im Stadtzentrum, unser Service Center. Ja. Hier ist die Betonung bewusst auf Service Center, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Wir holen unsere Versicherten, wie du sagtest, tatsächlich aktiv raus. Soll bedeuten, um hier ein Beispiel zu geben. Kürzlich war in Peru, gab es Unruhen und wir hatten hier enorme Schwierigkeiten, dass Menschen dieses Land verlassen konnten. Dort sind wir hingeflogen, wir haben Maschinen gechartert und haben unsere versicherten Personen vor Ort evakuiert, sobald wir es konnten. Ja? Und wir haben über 160 Personen ausgeflogen. Das Gleiche war, der Krieg in der Ukraine begann am, lass mich lügen, es war der 24. Februar. Am 25. waren wir vor Ort und haben unsere Versicherten an der Grenze zu Polen in Empfang genommen, haben medizinische Hilfestellung gegeben mit Ärzten, haben unsere Teams, wir hatten zwei Teams vor Ort, haben auch Flugzeuge gechartert und haben Leute ausgeflogen. Sind sogar noch länger geblieben und haben, weil wir konnten nicht einfach gehen und haben weiterhin medizinische Hilfe geleistet mit unseren Teams. Also das ist, was wir für Versicherte machen. Wir holen sie raus und wir sind dort vor Ort, wo Versicherungsfälle tatsächlich passieren. Und das ist ein großer, großer Unterschied und es ist absoluter Kernteil der DNA von Passportcard. Und das ist auch etwas, was wir als Service verstehen und wo wir ganz genau wissen, nicht nur ein Unterscheidungsmerkmal ist, sondern eines der Hauptkriterien, wenn man einmal Passportcard-Kunde gewesen ist, macht es gar keinen Sinn mehr, irgendwo anders hinzugehen. Ja, und dass du das sagst, ist ja ganz klar, aber wir sehen das auch einfach an 2 Millionen Versicherte weltweit. Das ist eine Hausnummer. Es gibt Länder, wo quasi sozusagen im Endkonsumerbereich die Leute euch sehr gut kennen. In Deutschland ist es noch nicht ganz so weit, aber 2 Millionen hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Und die andere Sache nochmal, wenn man sich jetzt in die Situation versetzt eines Individuums, das so eine Krisensituation erfährt und die wird gelöst, aber sozusagen auch als Expat, als Key-Mitarbeiter, sind ja auch meistens teure Mitarbeiter, die ins Ausland geschickt werden, gerade vom deutschen Mittelstand, und die dann so eine Erfahrung haben im Gegensatz zu anderen oder eben auch Makler, wenn Leute dann wieder zurückkommen oder so ein Feedback geben, dann ist es eben, geht die internationale Krankenversicherung weg von einem Desaster-Thema hin zu eigentlich einer tollen Service-Erfahrung in auch einer Krisensituation, so schlimm sie auch ist. Lass mich da an einem Punkt einhaken, der sehr wichtig ist. Wir haben mit diesem Serviceanspruch und dem Serviceversprechen der Technologie und unserem Setup hier aus Hamburg heraus ein sehr, sehr namhaftes deutsches Unternehmen, nur als ein kleines Beispiel, überzeugen können. Das ist eine sehr, sehr große Luftfahrtgesellschaft. Ich weiß nicht, welche es sein könnte vielleicht, Und bieten hier Dienstleistungen für dieses Unternehmen für über 23.000
Mitglieder. Weltweit. Ja, das, die Frage wollte ich mich auch eingehen. Eigentlich am Ende dieser Deal, ja, mit der großen Luftfahrtgesellschaft aus Deutschland, von dem wir noch ganz viele haben, können sich ganz viele Leute jetzt ausdenken. Also mit der großen Luftfahrtgesellschaft aus Deutschland, ganz großer Deal, 23.000 Kunden. Wie kam es dazu? Also erstmal sowas ist, ich möchte natürlich kann ich auf wirkliche Details eingehen, ja, interessant ist aber hier, dass natürlich eine Entwicklung ist, die mehrere Jahre dauert, weil sowas ist nicht mal eben so gemacht. Wichtig ist hier, dass der ausschlaggebende Punkt eben diese dieser digitale Approach, den wir haben, unheimlich schnell und agil auch eine mobile Applikation so anzupassen und zu entwickeln, dass sie ganz schnell entsprechend von 23.000 Mitgliedern weltweit genutzt werden kann. Die Kartentechnologie, die zur Abrechnung genutzt werden kann und die dadurch zur Verfügung gestellten Services nutzen können. Das Gesamtkonzept war ja einfach überzeugend. Und diese Gesellschaft, die halt auch entsprechend Experten haben, weil solche Gesellschaften haben auch eigene Versicherungsunternehmen bzw. Makler, die sich damit sehr, sehr gut auskennen, haben ganz klar sich für diese rote Karte entschieden und hier das Gesamtpaket gekauft. Aber ich verstehe den Schmerz, den ihr für Individuen löst. Welchen Schmerz löst ihr für Unternehmen, gerade Mittelstand, von klein, mittel bis groß? Ja. Was für Schmerz löst ihr da? Ist ganz einfach. Der große Schmerz, oder ein großer Schmerz ist Komplexität in Bezug auf Beitragsberechnungen und Abrechnungen. Und auch, was passiert im Leistungsfall, wenn es nicht rund läuft? Ja. Weil, wie du sagtest, typischerweise entsendet ein Unternehmen die, was heißt leistungsfähigsten oder wichtige Mitarbeiter ins Ausland. Typischerweise Geschäftsführer oder Funktionen, die entsprechend das Geschäft aufbauen oder wichtige Ingenieure und so weiter und so fort. So, wenn hier Leistungsfälle auftreten und es nicht rund läuft, hast du ganz, ganz oft sofort ein Vorstandsthema. Ja. Und es ist in fast allen Fällen so. Und das schlägt sofort bei HR auf. Und das heißt, wenn ich hier HR-Mitarbeiter bin oder die HR-Leitung innehabe, dann habe ich sofort im Leistungsfall, wenn er nicht glatt läuft, wenn Fragen aufkommen, wenn Claims nicht bezahlt werden, wenn Assistenzleistungen vor Ort unrühmlich ablaufen, habe ich sofort ein massives Thema innerhalb der Abteilung und wirft sofort ein schlechtes Licht. Das ist das Erste. Dann haben wir eine ganz klare einen finanziellen Impact. Wenn wir uns das versicherungstechnisch, muss ich leider ganz kurz reindriften, durch diese Technologie bieten wir sehr großes Cost-Containment. Ja. Wir haben zwei große Streams. Wir haben einmal die stationären Heilbehandlungen, die immer vorab approved werden und wo wir als Versicherungsunternehmen direkt mit den Leistungserbringern vor Ort im Austausch sind, ist gar nicht so relevant. Relevant ist aber die Anzahl der ambulanten Kosten, die nachlaufen können. Ja? Das heißt, wenn ich eine ambulante Heilbehandlung habe, dann weiß ich an einem gewissen Datum nicht, wie viele von diesen Kosten noch nachlaufen werden, beim Vertragsende beispielsweise. Ja. Und bei uns ist es anders. Das heißt, wir können immer ganz genau und akkurat sagen, wie sich die entsprechenden Verträge entwickeln, wie die Schadenquote aussieht. Und somit können wir viel, viel schärfer und akkurater, eigentlich live, die Prämie bestimmen. Was ist das für ein Vorteil? Wir müssen weniger Prämienanpassungen vornehmen. Wir haben ein viel genaueres und granulareren Überblick, wie sich der Vertrag entwickelt und können somit Beitragsstabilität gewährleisten, weniger Anpassungen und einfach eine viel höhere Sicherheit für HR bieten. Zumal bei Beitragsanpassung jedes Mal auch ein Pain für die HR-Abteilung ist, Lohnbuchhaltung, alles anpassen, steuern, Steuerklasse, ist ein komplettes Schmerzpunkt und das sind deutlich weniger Administration, die da auffällt. Jetzt haben wir uns Unternehmen angeguckt. Du hast ja selbst angedeutet quasi, dass wenn dann ein Großkunde um die Ecke kommt, dass ihr quasi die App zum Beispiel auch anpasst, dass es da solche Möglichkeiten gibt. Ja. Ja. Hier auch ganz wichtig, wir sind ein großes Unternehmen. Wir haben weltweit über 1000 Mitarbeiter. Ja. Habe ich sehr viel mit digitaler Transformation, mit Software-as-a-Service-Lösung, mit mobiler Applikationsentwicklung in anderen Funktionen auseinandergesetzt. In dem Zusammenhang, Passportcard, wir haben eine eigene
Entwicklungsdivision von über 120 Mann. Das ist Passport Card Labs. Ja. Wir entwickeln selber. Alles wird komplett selber von Scratch aufgebaut. Wir sitzen hier mit Teams, die zentral gesteuert werden, auf der ganzen Welt zusammen und können ganz schnell und agil unsere mobilen Applikationen anpassen. Ja? Also, wir haben über Unternehmen geredet, HR-Abteilung, die Entlastung dort, eigentlich ein Thema, mit dem man nur verlieren kann als HR-Abteilung, wenn es schief läuft, aber wenig Gewinn, da zumindest da Schmerzlinderungen stattzufinden. Lass mal über Makler reden. Sowohl Makler, die spezialisiert auf das Thema sind, als auch der reguläre, der vielleicht ein paar Leute im Bestand hat. Wie kann der internationale Krankenversicherung nutzen? Auch hier, der Markt ist relativ gesättigt. Wenn die Fachmakler dieses Video sehen werden, sie werden auch wissen, wer gemeint ist. Der Markt ist überschaubar. In dem Bereich gibt es eine Handvoll von Spezialisten, die sich mit dem Thema wirklich sehr, sehr, sehr gut auskennen. Das ist bei Maklern so, aber auch dann in den HR-Abteilungen. Für Makler ist es deswegen interessant. Wir bieten hier erstmal attraktive, neue, wirklich sehr, 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 sehr gute Produktergänzungen zu dem schon bestehenden. Für Makler besteht die Möglichkeit, mit innovativen Lösungen, halt Passportcard und der mobilen Applikation bei Kunden aufzuwarten. Aber es ist auch interessant für Makler, die sich mit dem Thema noch nicht in Tiefe beschäftigt haben, aber das sehr interessant finden, um hier möglicherweise halt auch neue Topline für sich zu generieren. Was meinst du genau? Wie kann diese Topline aussehen? Okay, ich habe das heute gezeigt bei uns. Du hast einen Kollegen kennengelernt. Also wir haben bei Passportcard in Deutschland haben wir einen Berater und ein Sales-Team sitzen, welches Folgendes erlaubt. Du als Makler, lieber Robin, kannst dich auf das konzentrieren, worin du am besten bist, und zwar Kundenberatung und Kundenakquise in deiner entsprechenden Peripherie. Wenn du denn dann ein Segment herausgefunden hast und sagst, okay, die und die Personen kommen für mich in Frage, für die kommt internationale Krankenversicherung in Frage, kannst du diese Leads, die du identifizierst, an uns abgeben und wir beraten diese Personen in deinem Namen. Und führen die, habe ich dir auch heute gezeigt, durch einen Antragsprozess am Telefon. Innerhalb von 20 Minuten können diese Personen bei uns in Kunden verwandelt werden. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, du kümmerst dich um die Akquise deiner Leads, händigst sie an Passportcard, an dein eigenes Sales Backoffice, wenn du so möchtest. Wir machen die Beratung, wir machen den Abschluss und verwandeln diese Personen tatsächlich in Kunden. Jetzt auch die Preisfrage, die sich der Vertriebler da draußen stellt. Wie gesagt, ich habe ja auch eine AO-Versicherung verkauft. Als Makler habe ich es nie gebracht. Aber meine Frage trotzdem ist, wem gehört der Kunde? Ist es noch meiner? Es ist alles dein Kunde. Also unser ganzes System ist darauf ausgelegt, dass wir werden zu deinem Dienstleister. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir verstehen diese Herausforderung natürlich, weil die Regel ist ja eigentlich, die Regel ist eine. Hast du Kontakt zu Kunden, ist es dein Kunde. Ja. Punkt. So. Deswegen ist es so, dass nichts am Makler vorbei gemacht wird. Der Makler, unsere Makler haben Zugang zu den modernsten technologischen Portalen, die es gibt. Jeder Lead ist rund um die Uhr einsehbar. Jeder Arbeitsschritt ist absolut transparent und nachvollziehbar. Und es wird immer gezeigt, was wer wann wie wo macht, wo jeder Kunde steht und auch am Ende des Tages, wie viel Provision ich entsprechend bekomme. Aber habe ich richtig verstanden? Ich bin jetzt kein auf internationale Krankenversicherung spezialisierter Makler, weiß aber, in meinem Bestand sind 10, 20, 50, 100, auf die das zutrifft, weil ich das einfach sehr gut weiß, Individuen oder sogar Unternehmen. Und die kann ich euch quasi dann zur Verfügung stellen, Daten, Kontaktdaten und ihr macht den Abschluss. Absolut. So. Oder aber wir können auch Hybridmodelle fahren. Du machst die Beratung als Makler, du weißt, Passportcard ist ein absolut solider und wirklich, wirklich guter Anbieter, der bedenkenlos zu empfehlen ist. Du machst eine Teilberatung, machst die Pre-Selection und wir gehen hin und führen nur noch durch den telefonischen Abschlussprozess. Können wir auch machen. Also hier sind wir sehr, sehr, sehr flexibel, was das anbelangt. Wichtige Message ist aber hier, wir sind nicht zusätzliche Arbeit, sondern wir ermöglichen tatsächliches Neugeschäft. Und nicht nur das im Individualkundenbereich, sondern auch
und das ist wirklich interessant für Makler, die beispielsweise Industriekunden haben, die sich mit dem Thema, hier ist die Realität. Du gehst einmal im Jahr zu deinem Kunden, setzt dich dahin, hast dein Gespräch mit deinem Versicherungsansprech, mit dem Risk Manager, der sich mit der ganzen Versicherungslandschaft des Unternehmens auseinandersetzt. Da ist ja noch diese internationale Krankenversicherung. Was machen wir denn da? Okay, wenn du Glück hast als Makler, passiert das, aber es fällt teilweise trotzdem noch hinten runter, weil es sehr speziell ist. Mit diesem Thema, so wie wir vorgehen, ermöglichen wir es Maklern, auch hier mit dem Thema möglicherweise neu durch eine Tür durchzugehen, auch unterjährig anzuklopfen und nach Neugeschäft zu fragen, beziehungsweise Neugeschäft für sich selber zu generieren. Und da geben wir Hilfestellung. Wir haben dafür eine extra Maklerakademie aufgebaut und wir begleiten sogar aus der Geschäftsentwicklung unsere Makler zu Terminen mit. Mit dem Risiko, dass gesagt wird, okay, ist nichts, ist aber nicht schlimm, sondern wir sehen uns halt hier auch entsprechend auch als Vertriebsauftrag und sehen auch die Möglichkeit durch diesen Educational Aspekt, was ist internationale KV, wie können wir vor Ort helfen, wie können wir den Maklern helfen, hier ein Geschäft aufzubauen, auch im absoluten Vorteil. Und das ist auch hier ganz klarer Serviceauftrag aus Vertriebssicht, der da noch mit reinspielt. Ich habe verstanden, die leidige Vorauszahlung im internationalen Krankenversicherungsbereich ist weg durch diese Karte. Mein Lunch kann ich mir damit nicht kaufen, habe ich auch verstanden, dass das nicht möglich ist. Aber der Arzt kann das abrechnen, das Krankenhaus kann das abrechnen, ich kann das über euch abrechnen, aufladen oder eben über diese App. Ich habe verstanden, sehr viel Schmerzen können gelöst werden in den HR-Abteilungen. Wir sind ja nicht nur im Versicherungsbereich, sondern auch im HR-Bereich unterwegs. Deswegen kann ich mir die Schmerzschreie höre ich ja schon quasi manchmal. Und eben das Thema, dass es ein Einfallstor oder ein Gesprächsanlass für Makler sein kann, auch unterjährig. Man kann sagen, hier ist folgende Krise, lieber Gewerbekunde, du hast doch eine Fabrik in Peru, in der Ukraine, wie sieht es eigentlich aus? Klar, jetzt kann ich nicht mehr helfen, das Kind in den Boden gefallen ist, aber vielleicht für die Zukunft, ich habe ja was Feines. Ihr seid ja in Deutschland aktiv, ihr seid auch außerhalb von Deutschland aktiv, seid international aufgestellt. Was ist eure Vision in Deutschland und Europa? Ganz klar, in Deutschland absolute Marktherrschaft von Nummer 1 und gleichermaßen das Europageschäft aufbauen und auch hier eine absolute führende Rolle in unserem Bereich übernehmen. Alles klar, dann vielen herzlichen Dank. Ich war mit Freude. Danke dir.